Herzlich willkommen Leute zu meinem neuen Video auf diesem Kanal. In diesem Video heute machen wir was extrem krasses. Ich werde durch die ganze Stadt, durch die komplette Stadt auf meinem Stuntscooter fahren. Wir werden gucken, dass wir zwischendurch Skateparks abklappern. Ich werde sehr, sehr lange auf, naja, Autobahn nicht, aber auf Landstraßen verbringen und auf sonstige Straßen. Und das den ganzen Tag und wahrscheinlich die ganze Nacht bis morgens. Ich weiß es nicht. Ich werde auf jeden Fall sehr, sehr lange brauchen. Hier ist mein Stuntscooter. Ich habe gerade nochmal alles geprüft auf Risse und sonst was. Kugellager sind frische neue von Scooters United. Sehr, sehr nice. Übrigens haben viele gefragt, das sind Lotus Reels von Root Industry, glaube ich. Ja, von Root Industries. Also Kugellager sind gut. Ansonsten auch alles sehr, sehr top. Ich hätte eigentlich, das hat Kira mir angeboten, der ist nämlich auch noch am Start. Ja. Kira hat mir angeboten, seinen Roller zu geben, denn der ist ein bisschen größer. Denn ihr könnt sehen, wenn ich lange auf einem Roller stehe und einfach nur geradeaus fahre und vielleicht auch mal im Skatepark bin, ist ein größerer Roller entspannter für meinen Rücken. Aber ich will die Challenge mit meinem Roller machen, weil ich sehe sonst schon die Kommentare von Leuten, hey Henry, das zählt nicht, du bist ja nicht mal mit deinem Roller gefahren. Und deshalb nehmen wir mein Prachtexemplar und fahren heute durch die ganze Stadt. Meine GoPro ist auch dabei, die begleitet uns heute. Kiran fährt mit seinem Auto ab und zu mal mit, ja? Genau, ich bin auf jeden Fall am Start, falls, wie gesagt, es ist halt übelst kalt gerade so und falls irgendwas ist, ne? Und ich bin gerade auch erst quasi gesund geworden. Vielen Dank nochmal an alle Glückwünsche. Ich war im letzten Video noch krank. Mittlerweile geht es schon ein bisschen besser. Ich habe aber das gleiche angezogen wie in meinem letzten Video, denn ein Rollkragen unter dem Pulli, Leute, bester Lifehack. Das heißt, wenn ihr zur jetzigen Jahreszeit draußen fahrt, Rollkragen plus Pulli, perfekt. Wir machen uns auf den Weg und ich würde sagen, let's go! So Leute, let's go. Das Gute ist, Kiran hat meine Jacke und so dabei und noch einen Rucksack mit Trinken und all drum und dran. Das heißt, ich habe alles, was ich brauche, aber als erst fange ich den Pulli und Rollkragen an. Oh mein Gott, Leute, ich mal gucken, wie weit ich komme. Aber ich will auch noch eigentlich Skateparks und so. Aber ich will durch die ganze Stadt auf jeden Fall schaffen. Und ey, der View hier, der sieht so nice aus. Oh, das macht richtig Spaß. Aber wir fahren jetzt mal weiter. Ich will mich jetzt nicht hier auf den View zu doll freuen von der Kamera. Aber es ist trotzdem cool. Gucken. Tail Rip, Double, komm. Sehr nice. Ach, scheiße. Aber ich will mich jetzt nicht zu doll verausgaben. Nicht, dass ich heute Abend oder nachher schon komplett im Eimer bin. Damit ihr Bescheid wisst, es ist jetzt früh am Morgen. Einmal kurz so. Oh. Es ist jetzt früh am Morgen und ich habe die ganze Tagzeit, ganze Nacht. Es wird halt schon früh dunkel. Das ist nervig. Aber ich fahre die Nacht auf jeden Fall auch noch durch. Soweit ich auf jeden Fall kann. Und ansonsten, Leute, ich kann mal den Helm abnehmen. So. Dann habt ihr auch mal mich selber. Im Visier bedeutet, ihr könnt mich auch sehen, Entschuldigung übrigens, dass ihr unten das Blaue seht von meinem Helm, aber so hat man den besten Winkel, ich habe viel rausprobiert oder rumprobiert, bedeutet, ich fahre erstmal rum, es geht weiter für mich, ich bin echt gespannt. Ich bin jetzt schon ein bisschen unterwegs, aber es ist in Ordnung, Junge, ist das laut, Alter, wie gesagt, ich bin schon ein bisschen unterwegs, aber ist okay, ich kann mich nicht beschweren, Alter, ist nur wichtig, dass ich wirklich weiter am Ball bleibe, denn wenn ich die ganze Zeit gehe und nicht viel fahre, schaffe ich keine Kilometer. Bedeutet, ich mache weiter. Wir sehen uns später, Leute. Gucken, wie viel ich dann schaffe. Okay, Leute, gerade war ganz kurz Pause angesagt. Ich habe kurz gechillt. Und vor allem, ich nehme mal kurz meinen Helm ab. Ihr könnt es wahrscheinlich sehen, ich habe erstens eine Jacke an und meine Brille endlich wieder auf, denn es ist wirklich nervig. Ich trage ja beim Fahren an sich keine Brille, aber wenn ich Roller fahre hier die ganze Zeit und vor allem nur gerade Ausstrecken fahre und ich halt die Weite sehen muss, dann brauche ich dafür meine Brille, weil es sonst einfach nur nervt. Und es ist sogar nicer Schutz für die Augen, denn es ist sonst immer richtig kalt. Kiran hat mir gerade alles gebracht, ich habe gerade noch einen Schluck getrunken. Sehr nochmal nice an dich, Kiran, dass du am Start bist. Und zwar, jetzt sehe ich hier gerade wegen dem Navi, ich habe gerade mal geguckt, hier so ein komischer Weg lang, aber ich habe jetzt wieder eine Straße, Roller wieder ready. Bedeutet, wir fahren jetzt weiter. Ich muss da oder da lang, guck ich gleich mal. Leute, das ist echt anstrengend, aber ich ziehe weiter durch. Ich hätte nicht gedacht, dass es so anstrengend ist. Ich bin jetzt schon knapp 2 Stunden oder so unterwegs. Aber gut, Leute, es geht weiter. Ich will nicht rumheulen. Ich bin on the way, immer noch. Hände werden langsam schon ein bisschen kalt übrigens. Das habe ich vorhin vergessen zu sagen, weil ja, ich habe keine Handschuhe dabei und ich habe ja auch generell keine. Kiran hat ja leider auch keine. Aber halb so wild. Das wird schon, wenn ich zwischendurch mal ein paar Tricks mache, dann geht es eigentlich. Ich habe auch gerade mal geguckt, ich hätte noch knapp 2 Stunden Weg und dann wäre ich bei einem Skatepark. Und bei einem Skatepark war ich sogar schon mal, damals, als ich meine Oma besucht habe. Und da fahre ich auf jeden Fall mal vorbei. Für ein Video war ich da, glaube ich, noch nie. Nee, nein, da war ich auf keinen Fall schon für ein Video. Aber da fahre ich auf jeden Fall mal vorbei. Ist halt ein bisschen weiter weg, vor allem mit dem Roller so zu pushen, dauert es echt lange. Ist echt krass, man fährt 1 Stunde und man ist gefühlt immer noch am gleichen Fleck. Ist echt heftig. Aber gut, für mich geht es weiter durch die City. Rumcruisen. Und ich habe übrigens schon ein paar Zuschauer von euch getroffen. Sehr, sehr cool an alle, die sich an mich erinnern können. Schreibt mir in die Kommentare, falls ihr das wart. Das hat mich sehr gefreut. Ich habe auch dann gesagt, ey, wie krass, man, wir unterstützen dich, falls du was brauchst, sag Bescheid und so. Das war echt sehr, sehr cool. Also, wie gesagt, an alle Leute, die ich hier zwischendurch treffe, schreibt mal ins Video, wenn ihr das wart. Und ruhig dann auch, wo das genau war. Weil ich bin mittlerweile an Orten, die kenne ich gar nicht mehr. Das ist echt krass.
Na gut, aber für mich geht es jetzt weiter. Wir sehen uns dann. Bis später. So, Leute, es geht weiter. Ich bin jetzt ein bisschen weiter gekommen. Nicht viel weiter, halbe Stunde, Stunde. Aber ich bin immer noch hier in so einem Wohngebiet. Oder was ist immer noch? Eher schon wieder. Ja, letzte Aufnahme ist jetzt schon ein bisschen her. Ich bin aber immer noch am Start. Ich habe gerade mal ein paar Tricks gemacht, Barspins und alles sowas. Denn dadurch werden die Hände echt krass warm. Ist echt cool. Guter Lifehack auf jeden Fall. Gerade auf jeden Fall noch mal ein paar Zuschauer getroffen. Krass, viele von euch, die ich die ganze Zeit hier treffe, die meinen auch noch mal zu mir, hey, wollen wir ein bisschen mitfahren? Manche aber so, yo Jungs, am Ende erlauben eure Eltern es nicht, dass ihr im Video seid. Und dann kriege ich halt Ärger und ich will nicht eine Anzeige kassieren deshalb. Und ich will die ganze Challenge alleine schaffen, nicht, dass ihr denkt, ich schummel irgendwie. Aber ja, ich bin auf jeden Fall noch on the way. Ich mache weiter. Ey, da vorne ist sogar ein Streetspot. Ich weiß gar nicht, ob es eine illegale Einfahrt, also eine private Einfahrt ist. Aber wir fahren jetzt hier einfach mal rein. Mal gucken, vielleicht kann man hier reinfahren. Aber, okay, so nice, das Streetspot ist es auch nicht. Okay, ja, null. Gut, kein erster Sweetspot. Es geht wieder zurück mit dem Weg lang. Alter, Leute, ich habe schon einfach 1,5 Liter ausgesoffen, weil es so anstrengend ist. Jetzt ist mir mittlerweile auch wieder richtig schön warm. Das ist echt gut. Aber weiter geht's. Und ich weiß gar nicht, ob ich das vorhin erzählt habe, aber ich war ja noch bei keinem Skatepark. Aber ich will ja nachher zum Skatepark fahren, den ich halt auch schon quasi kenne. Ich habe halt bei Google geguckt. Aber vielleicht drehe ich da sogar kurz mal ein paar Clips oder sowas. Ein paar Tricks, die ich mal machen kann. Das wäre eigentlich ganz cool. Ich nehme euch übrigens gar nicht... Warte, ich mache mal ganz kurz die Kamera ab. Besser ist es. Aber was ich sagen wollte ist, ich nehme euch ja die ganze Zeit mit hier bei der Fahrt. Wow. Aber das meiste filme ich die ganze Zeit gar nicht, denn ich bin ja quasi die ganze Zeit nur still und leise hier am Hin- und Herfahren. Hab Kopfhörer alleine auch vergessen. Ich fahre tatsächlich einfach die ganze Zeit geradeaus und links und rechts und halt durch die Street hier. Und es ist echt sehr komisch, weil man ganz alleine ist. Und ich nehme euch halt quasi nur 10% davon mit, weil ich kann ja nicht die ganze Zeit durchfilmen, sonst wäre mein Akku gleich leer. Aber es ist echt komisch. Macht aber echt Spaß. Bin schon echt weit gekommen, wir sind schon den ganzen Tag unterwegs. Das heißt, es geht für mich jetzt weiter. Sehr, sehr gespannt, wie lange ich noch brauche. So Leute, ich bin endlich angekommen beim Skatepark. What the fuck, das ist der Skatepark. Ach du Kacke. Hier will ich safe auf jeden Fall noch ein Video drehen. Ach du Kacke, aber nicht heute. Heute habe ich die Zeit dafür nicht. Wir haben hier eine Quarter. Wir haben hier, ja so, was nennt man das, so Curbs. Hier eine große, hier so eine flache. Hier haben wir einen unmöglichen Transfer. Ich hoffe, ihr könnt das überhaupt alles sehen. Was soll das sein? Ich nehme ganz kurz meinen Helm. Leute, ich bin so excited. Ach du Kacke. Ich bin so excited. Hier vorne haben wir noch eine Rail, die ist sehr, 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 sehr lang. Aber sehr cool. Das machen wir. Okay, also Leute, wir fahren jetzt ganz kurz. Ich darf aber nicht zu lange fahren. Ich filme mich jetzt auch mal. Ich darf nicht zu lange fahren. Ich muss mich beeilen, denn ich muss weitergehen. Ich muss mir weiter Gas geben. Leute, ich bin so überrascht. Ich habe gerade nochmal mit Kiran mich getroffen. Ihm nochmal meine Jacke gegeben. Ich hätte ihm meine Brille auch mal geben sollen, weil die muss ich jetzt irgendwo an den Rand legen. Und nochmal einen Schluck getrunken. Besser ist es. Bedeutet, Brille an den Rand und wir fahren jetzt mal eine Runde. Aber danach geht es auf jeden Fall sofort weiter, Leute. Also, let's go. Gut, Leute. Vorne haben wir eine Quarter. Wir fahren einfach an. Oh, nice. Alter, ey, was ist das hier? Es ist alles noch wie damals. Sehr, sehr cool. Oh mein Gott. Boah. Ey, die ist auch rutschig. Die ist auch richtig lang und rutschig. Okay. So, hier eine Curb. So. Und 180. Oh, Alter. Okay, das bockt so, Leute. Das ist so geil. Ich bin so gehypt. Wir fahren einfach mal ein bisschen weiter. So, wir fahren mal die Curb. So, also. Viel Grind. Hier. Wow, ist die rutschig. Junge. Alter, und hier kann man einfach ganz durchgrinden. Das ist crazy. Gut, genug Park angeguckt. So eine Runde fahren. Ey, das ist so cool. Also, let's go. Junge. So, weiter geht's. Kickless. 50-50. Sauber. Und nochmal. Ey Leute, ist echt cool. Einfach ein Skatepark jetzt mitten im Video getroffen. Oder auch noch gefunden, sage ich mal. Sehr, sehr nice. Ich bin sehr, sehr happy. Aber das hier, das verstehe ich nicht. Wer hat das ausgedacht, als ob jemand hier einen Transfer spielt, oder? Guck mal ganz kurz. Ich lege meinen Roller mal ganz kurz hier in die Mitte, damit ihr es mal sehen könnt. Aber, hey. Das ist doch viel zu groß, um zu springen. Da springt sowas. Leute, ich will gar nicht zu viel Zeit verschwenden. Ich mache jetzt noch ein, zwei Tricks und dann geht's aber sofort weiter. Muss ich beeilen, nicht, dass es jetzt bald dunkel wird. Ich will nicht so viel bei Nacht fahren. Das wird weiter geht's. Aber ganz schnell, Leute, ganz schnell. 50-50. Easy. Wo fahre ich denn? Den Transfer will ich echt nicht machen. Aber ich kann mal, doch, ich habe eine coole Idee. Let's go. Eine coole Idee. Ich spring mal hier raus.
mit einem Kickless. Sehr nice. Aha, so, vielleicht geht hier noch was. Wow, das ist zu rutschig. Leute, das war's. Mehr machen wir nicht. Ich will jetzt nicht zu viel Zeit verschwenden. Ich muss wirklich weiter, weil ich bin nicht gut in der Zeit. Könnte jedenfalls besser aussehen. Bedeutet, wir gehen weiter, Leute. Wir sehen uns auf dem Weg wieder. Okay, Leute, so, ich bin immer noch unterwegs. Es ist mittlerweile schon dunkel. Ich denke, man kann es draußen so ein bisschen sehen. Also es fängt gerade an zu dämmern. Wird immer dunkler. Und ich habe noch einiges vor. Jedenfalls, ja, doch. Ich muss noch ziemlich viel fahren. Hier ist gerade irgendwie ein Feld, keine Ahnung. Aber ich bin gerade hier, ja, auf einer Landstraße. Jetzt ein bisschen schon unterwegs. Ich bin echt im Eimer, Leute. Ich sag's euch, wie es ist. Ich bin echt richtig im Eimer. Ich mach mal kurz Helm ab. So, und ich werde jetzt gleich zu irgendeinem kleinen Hotel fahren oder sonst was. Irgendwo hin. Ich muss meine Kamera laden. Die auf meinem Kopf übrigens auch. Die hat auch gleich keinen Saft mehr. Meine große Kamera ist auch schon leer. Bedeutet, wir sehen uns entweder heute Nacht irgendwann, weil ich mich wieder auf den Weg mache, weil ich muss über Nacht auf jeden Fall auch noch ein bisschen fahren. Oder irgendwie so. Aber ich brauche noch ein bisschen auf jeden Fall. Drückt mir die Daumen. Okay, Leute, ich bin auf der Street hier unterwegs, auf der Landstraße immer noch. Ich fahre weiter und weiter und weiter. Aber ich habe noch echt viel vor mir. Für mich geht es jetzt wirklich gleich in eine Raststätte. Oder halt in so ein Hotel. Ich mache das schon, Leute. Mein Roller und ich, wir machen das. Okay, Leute, ich melde mich wieder. Ich hoffe, man sieht überhaupt irgendwas. Aber ich bin immer noch am Fahren. Wie vorhin auch schon mit meinem Roller. So langsam ist es echt anstrengend. Ich fahre gerade hier vorne zu so einer, ja, zu so einer Lampe, dass man vielleicht mal irgendwas sieht. Leute, ich kann nicht mehr. Ich habe mich, warte, ich setze mal meinen Helm ab. Sieht man überhaupt irgendwas? Vielleicht ein ganz kleines bisschen. Ich habe mich vorhin dazu entschlossen, noch ein bisschen länger zu fahren. Dann durch die Nacht noch ein bisschen zu fahren, bevor ich schlafen gehe. Ich werde jetzt auf jeden Fall mir jetzt wirklich mal ein Hotel suchen, weil jetzt reicht es wirklich. Ich bin über am Arsch der Welt. Ich habe gerade noch ein bisschen was gegessen. Hier vorne ist eine Tankstelle, vielleicht sieht man das da hinten. Ja, ich denke schon. Bedeutet, ich suche mir jetzt ein Hotel und hoffe, dass ich das morgen früh noch schaffe. Morgen früh muss ich nicht mehr viel fahren. Vielleicht noch, ja, 20 Minuten, eine halbe Stunde. Aber kann jetzt auch nur noch, ja, 4 Stunden schlafen oder so. Bedeutet, Leute, wir sehen uns morgen früh. Hoffentlich schon kurz vorm Ziel. Ach du Kacke. Und jetzt geht's erstmal weiter auf die Tour Richtung Hotel. Das sind jetzt nochmal 15 Minuten Fahrt im Roller. Guck mal, ob noch ein Tailwhip geht. Ach, yes, Tailwhip geht noch. Ach du Scheiße. Warum habe ich mir das ausgesucht, das zu tun? Hier ist übrigens jetzt die Tankstelle, von der ich geredet habe. Aber na, okay, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns dann. Morgen früh werde ich endlich kurz vorm Ziel. So, ich bin aufgewacht, ich habe jetzt 3 Stunden geschlafen, muss jetzt aber wieder los. Treffe mich gleich am Ziel mit Artyom, der müsste dann schon da sein. Oh mein Gott. Wie geht's jetzt weiter? Wir sehen uns am Ziel. Leute, ich kann nicht mehr. Es ist morgens, relativ früh. Ich bin einfach am Ende. Aber ich habe es bald geschafft. Artyom hat mir gerade schon geschrieben, er ist gleich am Ziel. Oder er ist schon am Ziel, irgendwie so. Und holt mich da jetzt ab, zum Glück. Oh, da hinten ist Artyom. Oh mein Gott, da hinten ist Artyom. Oh, endlich. Artyom, Digga. Ey, Henry, Alter, shit. Ich hab's geschafft. Ey, ich hab's geschafft, Bro. Ich hab's endlich geschafft. Oh mein Gott, chill. Leute, ich will gar nicht heranreden. Durch die ganze Stadt. Auf Aua. Einem blöden Stuntscooter. So. Und wir sehen uns morgen wieder bei meinem neuen Video. Ach du Scheiße. Vielleicht eher übermorgen oder so, weiß nicht. Bis dann. Peace.